Moin Leute, ich habe heute einen Brief, den ich euch vorlesen möchte. Das ist jetzt, also ihr werdet das ja gleich merken, ein Austrittsbrief. Ich finde das ganz gut. Ich habe ja schon jemand empfohlen, da ich ja schon mit Ältesten bei meinem Austritt gesprochen habe und gemerkt habe, dass die alles für sich behalten und kein Pieps nach draußen lassen. Und das Erste gleich, wenn du mit den Ältesten sprichst, heißt es, wir möchten dich bitten, dass du mit niemandem darüber redest. Die wissen schon genau, was los ist. Und es soll alles geheim bleiben, wie die Zeugen der Wachtumgesellschaft nun mal eine Geheimorganisation sind, von oben bis unten durch. Vor allen Dingen oben. Gut, aber vielleicht hilft das einigen, ja, dass da ein bisschen was rauskommt, dass sich das ein bisschen ausbreitet, dass das also rausgeht in die Breite und die Menschen, die da drinnen sich entscheiden, den Laden zu verlassen, dass sie gucken, wie kann man das am sinnvollsten tun. Wie gesagt, die eine Möglichkeit ist, das in der Versammlung zu erzählen, aufzustehen oder auf die Bühne zu gehen, wie Bernd das schon mal gemacht hat, vor 4 Jahren oder wie lange das schon her ist. Und die andere Möglichkeit ist, dass man einen Brief schreibt und darin alles schildert, was, ja, was mich bewegt hat als Zeuge, ja, der jetzt gerade aussteigt, da rauszugehen oder mich zu verändern oder zu sagen, dass ich nicht Jehova verlassen habe oder so, ja. Okay, wir haben jetzt hier also einen Brief, der jetzt aus einer südlichen Stadt kommt. Ich möchte da gar nicht mehr zu sagen, wo das ist. Und es ist auch jetzt unwichtig erstmal noch. Vielleicht werdet ihr den noch kennenlernen, mal sehen. Aber zumindest schreibt er jetzt mal hier so seine Ansicht. Und das finde ich sehr gut, weil das ist eine Möglichkeit, um allen in der Versammlung zu zeigen, warum man gegangen ist. Ja, und oder warum ich in dem Falle jetzt, ja, derjenige, der das geschrieben hat, warum der denn gegangen ist und was ihn dazu bewegt hat, was er gelernt hat. Was andere in der Versammlung fast alle wahrscheinlich noch gar nicht wissen. Oder nur Kleinigkeiten davon. Ne? Gut, ich lese das mal vor, denn kann, weil ich weiß, einige hören sich das an, irgendwo unterwegs, weil sie im Beruf im LKW sitzen, was auch immer. Ja, dann können sich das einfach mal in Ruhe anhören oder der eine macht das, wenn er die Wäsche aufhängt oder was auch immer, ja. Dann kann man die Zeit vielleicht noch mit nutzen und einfach zuhören. Andere wollen sich das hier, wollen mitlesen, deswegen habe ich das hier auch ein bisschen größer gemacht hier auf dieser PDF hier, dass man also das mitnehmen kann sozusagen für sich oder das selber sich abschreibt oder Sachen daraus nimmt oder so, weil dann kann man das jeden schicken in der Versammlung. Natürlich wird man gesperrt von einigen, ist ja klar, das habe ich ja schon von vielen mitgekriegt, die sowas Ähnliches gemacht haben. Und was sie damit anfangen, das ist ja deren Sache, zumindest können sie die Informationen bekommen. Okay, ich finde das ganz gut hier, wie es gemacht ist. Er hat noch ein paar PDF daran gehängt, die Lehren von den Zeugen, die eben falsch sind. Mal gucken, wie weit das jetzt, wie lange das jetzt dauert, ob ich das jetzt alles hier noch mit reinbringe. Okay, dann fange ich mal an und lese diesen Brief mal vor. Liebe Versammlung, Familie und Freunde, wir möchten euch durch diesen Brief auf einige Dinge aufmerksam machen und über uns informieren. Seit der Covid-19-Pandemie hat die leitende Körperschaft einen Weg eingeschlagen, der für uns weder biblisch noch logisch begründbar war. Die Frage: Wie kann eine von Gott geleitete Organisation solch offensichtliche Fehler machen und Gottes ganze Herde in Gefahr bringen? Diese Frage war uns zu diesem Zeitpunkt noch unbeantwortet. Die LK, also die leitende Körperschaft, missbrauchte ihre Stellung als die von Gott geleitete Organisation, indem sie sich in private und persönliche Angelegenheiten einmischte und über 8 Millionen Zeugen durch ihre Lageberichte zu einer mRNA-Behandlung hin empfiehlte.
So, das merkt ihr schon, ja. Das ist jetzt also hier 8 Millionen, passt ja schon mal nicht auf Deutschland, ja. Das ist also ein Land südlich von Deutschland, ne? Nur so ganz nebenbei. All dies führte dazu, dass wir uns eindringlich mit der Bibel beschäftigten und dort nach Antworten suchten. Die erste Antwort zu der oben genannten Frage führt direkt zum treuen und verständigen Sklaven. Hat ja für Jehovas Zeugen, ne? Hat das ja, da weiß man ja gleich, wovon man redet, ne? Also diese leitende Körperschaft. Ne? Gut, Matthäus 24, 44, 1 bis 51. Ne? Also das Biblische hier lese ich jetzt nicht vor, das kann ja jeder in seiner Bibel dann lesen. Die Hauptpunkte. So, ein Herr setzt einen Sklaven ein, der die Hausgemeinschaft mit Speise versorgt während seiner Abwesenheit. Zweitens, wenn er zurückkehrt, stellt er fest, ob der Sklave gut oder schlecht war. Drittens, wenn er treu und verständig ist, wird er belohnt werden. Viertens, wenn er böse ist, wird er bestraft werden. Es ist so, als hätte die leitende Körperschaft diesen Bericht nicht einmal gelesen und wir alle ebenso wenig. Ist so, ne? Einfach erklärt, jetzt darunter. Wann setzt Jesus einen Sklaven ein? Fragezeichen. Wenn er geht, also 33 unserer Zeit. Wann wird jener Sklave als treu und verständig ernannt? Wenn der Herr, in Klammern Jesus, zurückkehrt. Nächste Frage. Wann passiert das? Antwort: In Matthäus 24, 44. Deswegen erweist auch ihr euch als solche, die bereit sind, denn zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt, kommt der Menschensohn. Die Zeitfolge der Wachtumgesellschaft stimmt nicht mit Jesu Wort überein. Jesus hat nicht gesagt, dass er einen treuen und verständigen Sklaven einsetzt, wenn er zurückkommt, sondern er setzt einen Sklaven ein, wenn er geht und von dem er hofft, dass er sich als treu und verständig erweist. Und diese Beurteilung findet er statt, wenn er zurückkehrt. DLK lehrt uns, dass Christi Gegenwart im Jahr 1914 begann. Dann 5 Jahre später, 1919, während er noch gegenwärtig sei, einen treuen und verständigen Sklaven einsetzte. Wachtum, ja, von 84, 1. Dezember, Seite 14, Absatz 20. Wachtum 13, wahrscheinlich 2013. 15. Juli, Seite 19, Absatz 17. Ja, hier sind auch immer diese Quellen angeführt und manche, die haben ja diese, oder viele von den Zeugen, ja, also ich denke mal, die meisten sogar haben diese Watchtower Library oder was auch immer und können dann also diese ganzen Verweise finden. So, jetzt die Erklärung dazu hier im Brief. Dann brauchte er knapp 100 Jahre, um diesen treuen und verständigen Sklaven zu identifizieren. Fragezeichen, ja? Da dies die wenigsten wissen, von 1919 bis circa 2013 waren alle Gesalbten auf der Erde der treue und verständige Sklave. Dies änderte sich so um 2013, indem sich die leitende Körperschaft als der treue und verständige Sklave ernannte. Siehe Wachtum 2013, 15. Juli. Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Sklave? Ja, dieser Artikel, da habe ich langsam nachher aufgegeben bei den Zeugen, habe gedacht, ich kann hier langsam nicht mehr mitdenken. Ja? Finde ich toll, dass der hier angeführt ist in diesem Brief. Ja? Gut, also eine Riesenänderung bei den Zeugen, die vielleicht gar nicht so viele wahrgenommen haben. Ja? Alle Gesalbten, also die 144.000 waren der treu und verständige Sklave. Jetzt hat sich also was gewaltig geändert. Ja? So. Interessant, Doppelpunkt steht hier im Brief weiter. David Haas Blaine erklärt uns, auch nur ohne einen einzigen Bibeltext zur Untermauerung seiner Thesen zu verwenden, in einem 9-minütigen Video, also David Blaine, der Sklave ist nicht 1900 Jahre alt,
So, Matthäus 24, 45 in Klammern. Wieso der treue und verständige Sklave keine 1900 Jahre alt ist. So, Video ist hier drunter angegeben, wo der das also hier erklärt. Da braucht man nur raufklicken, dann kommt man direkt dahin. Kann sich also jeder hier angucken oder sich das abschreiben oder rauskopieren, keine Ahnung. So, der Fehler, der dabei resultiert, da die Apostel 1919 nicht mehr da waren, können sie nicht über all die Habe des Christus eingesetzt werden, weil sie ja kein Teil des Sklaven sind und es somit auch damals keine leitende Körperschaft, Schrägstrich, treuen und verständigen Sklaven geben konnte. Nur Männer wie David Splane, Stephen Ladd, Gerrit Lösch und so weiter bekommen diese Stellung. Macht natürlich sehr viel Sinn. Zwei Ausrufezeichen. Paralleltext Lukas 12, Vers 43 bis 48. Ist jetzt hier zu sehen. Kann sich jeder angucken oder in seiner Bibel nachlesen. Dann geht es jetzt hier weiter. Matthäus und Markus lassen die Worte Jesu von den weiteren zwei Sklaven aus. Aber Lukas führt sie an. Erster Sklave. Kapitel 12, 43 und 44. So, dann ist jetzt zweiter Sklave auch 12, 45 bis 46. Dritter Sklave 12, 47. Kann sich jeder also angucken. Vierter Sklave 12, 48. So. Ein Sklave wird je nach seinen Taten eines der vier Möglichkeiten vom Herr beurteilt. All dies sprach Jesus als Gleichnis zu seinen Jüngern. Ein Gleichnis ist keine Prophetie. Fettgedruckt hier, ja, so richtig. Ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung. Ein Gleichnis diente zur Veranschaulichung eines Sachverhalts und nicht durch einen Begriff, sondern durch bildhafte Rede. So, jeder einzelne von uns ist der Sklave und unsere Beurteilung, ob wir treu und verständig, böse, unwissentlich oder ignorant sind, steht noch aus. Die WTG behandelt diese Worte nicht als Gleichnis, sondern als Prophetie mit einer sehr speziellen Erfüllung. Speziell? Fragezeichen? Natürlich. Sie können uns sogar das Erfüllungsjahr nennen und die Namen der Männer, die den treuen und verständigen Sklaven bilden. Der nächste Fehler. Ihr seid meine Freunde vom Wachturm 2009, 15. Oktober, Seite 15, Absatz 14. Unter anderem dadurch, also jetzt ist hier ein Zitat, ja, aus diesem. Unter anderem dadurch, dass wir die Anleitung befolgen, die wir durch die Klasse des treuen und verständigen Sklaven erhalten, die geistgesalbten Brüder Jesu, die noch auf der Erde leben. Punkt. Jesus versprach zur Zeit des Abschlusses des Systems der Dinge, werde er diesen Sklaven über seine ganze Habe setzen. Matthäus 24, Vers 3, 45 bis 47 noch. So, wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Sklave? Wachtum von 2013, 15. Juli, Seite 21, Absatz 3. 1919 setzte Jesus den treuen Sklaven über seine ganze Habe. Alles, was auf der Erde mit seinem Königreich zu tun hat. Wie wir hier gerade in den Publikationen der Wachturmgesellschaft lesen konnten, hat sich Matthäus 24, 47, Zitat, ich versichere euch, sein Herr wird ihnen die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen, erfüllt, da er 1919 einen treuen und verständigen Sklaven einsetzte, da er 1914 gekommen ist. Frage: Wieso wird da noch ein Gedächtnismahl abgehalten? Ein weiterer Begriff, der nicht biblisch ist. Gut, ist so eine Sache, kommt auf die Übersetzung an, ne? Mit Gedächtnismahl gibt es schon noch.
Aber ist jetzt egal. So, aber wir gucken jetzt mal hier weiter, ja. Denn in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 24, 26 steht: Und nachdem er ein Dankgebet gesprochen hatte, brach er es und sagte: Es steht für meinen Körper, der für euch ist. Tut dies immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso machte er es nach dem Abendessen mit dem Becher. Er sagte: Dieser Becher steht für meinen Bund, der durch mein Blut in Kraft tritt. Tut dies immer wieder jedes Mal, wenn ihr ihn trinkt, zur Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Becher trinkt, verkündigt ihr immer wieder den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, die Frage war ja, ne? Wieso wird da noch ein Gedächtnismahl abgehalten? Oder das Abendmahl des Herrn, ja? Wie man es auch immer nennen möchte. So, und dann ist ja die Sache die, ja, wenn die also jetzt gekommen sind, also das passt schon mal nicht hier, ne? Also das finde ich hier ganz gut dargestellt. Somit ist das Gedächtnismahl seit über 100 Jahren nicht mehr nötig für die Zeugen Jehovas, in Klammern Wachtturmgesellschaft, da Jesus Kommen 1914 stattfand. Jesus versprach aber seinen Jüngern, dass er bei ihnen unsichtbar sein wird, Matthäus 28, Vers 20, ja, da steht: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Und nicht erst 1914 unsichtbar gegenwärtig ist. Ja? Also das ist ja also eine ganz wichtige Sache hier, dieser Text. Ja? Also, wenn jetzt also Jesus, ja, angeblich 1914, ja, ist jetzt hier meine Erklärung hier drin, steht jetzt hier nicht weiter ausgeführt, aber ich will das nur mal erklären, weil das hier so ein wichtiger Punkt ist, den er hier angeführt hat, hier, ja, das hier. Wenn jetzt also Jesus 1914 unsichtbar wiedergekommen ist, wie kann er dann, wie laut Matthäus 28, Vers 20, denn sagen, dass er die ganze Zeit unsichtbar da ist? Bei uns, bei seinen Jüngern. Ja, und dann kommt er dann nochmal wieder unsichtbar. Das macht ja überhaupt null Sinn. Also muss Jesus sichtbar wiederkommen. Ja, genau. Gut. Also das deswegen, ja, damit ihr diesen Punkt auch wirklich richtig versteht hier, ja. Falls einer noch gar nicht das noch nie gehört hat, ja. Oder interessierter ist bei den Zeugen oder was auch immer. Ja. Gut, 1914, biblisch korrekt? Fragezeichen. Long story short, ja, also jetzt hier mal eine lange Geschichte hier mal aufs Kurze gebracht hier. So, in der Auslegung der WTG ist Jesus 1914 gekommen, hat 5 Jahre in seinen Tempel inspiziert, dann seinen treuen und verständigen Sklaven 1919 eingesetzt. 1914 ist so entscheidend für die Wachturmgesellschaft, denn ohne 1914, also habe ich denn gesagt hier 19, nochmal von vorn hier, ja, also 1914 ist so entscheidend für die Wachturmgesellschaft, denn ohne 1914 gab es keine Ernennung 1919 des Sklaven und ohne diese Ernennung gibt es keine Daseinsberechtigung als der Kanal Gottes oder auch Vertreter Gottes auf Erden zu sein. Also das moderne Papsttum sozusagen. Ne? Ganz klar. Diesbezüglich haben wir euch 2 weitere PDF-Dateien hinzugefügt. Ja, die habe ich dann hinten dran dann noch. Mal gucken, wie ich das hier noch mit reinpacke. So, erstens. 607 oder 587, Zerstörung Jerusalems. Ja? PDF, hier bestätigt die Organisation durch ihre eigene Publikation, dass Jerusalem nicht 607, sondern 587 zerstört wurde. So, ne? Also das ist die große Frage. Ist jetzt, ja, also Jerusalem, ist das jetzt 607 gefallen oder 587? Und da haben die jetzt also, ja, durch ihre eigene Publikation, ja, machen sie das also zunichte. Da findet man also Sachen drin. Ne? Gut, zweiter Punkt. 1914 und die Rechnung. PDF. Eine einfache Erklärung zur absurden Rechnung von 1914.
Gut, dann wird hier angeführt Matthäus 24, 23 bis 27, dass man das sich mal durchliest. Gut. Dann wird hier gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch ein. Hier steht noch eine Zeile, um es für uns verständlicher zu machen. Siehe, er ist 1914 unsichtbar gekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nochmal irgendwie ein Artikel war oder so. Okay. Aber manche vielleicht können das was mit an, können da was mit anfangen. Weiter geht's hier. Jesu kommen wird nicht so sein, dass wir es nur im Wachturm lesen, sondern wie der Blitz für jeden sichtbar am Himmel. So, passend dazu Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11. So, jetzt fragt er also diejenigen, an die er jetzt diesen Brief schickt jetzt, ne? Sind wir jetzt abtrünnig geworden? Ja, weil wenn du jetzt da sozusagen in einer Versammlung, dann wird dann am Ende einer Versammlung bei den Zeugen Jehovas vorgelesen, der und derjenige, ja, sind jetzt, also wenn es jetzt ein Ehepaar ist und die treten jetzt gemeinsam aus, jetzt, ja, der und der, ja, sind jetzt keine Zeugen Jehovas mehr. Dann denken alle, oh, die haben Jehova verlassen, ja. So, jetzt, ne, weil so wer das jetzt noch nicht ganz kennt oder wie gesagt jetzt interessierter ist, der weiß ja gar nicht, was den da erwartet, ja, oder wie das ganze Endspiel eigentlich bei Zeugen Jehovas an, also aussieht, ja, das erzählt dir nämlich gar keiner, wenn sie die Bibel studieren, ja, das ist schon klar. Weil dann denkt man sich da vielleicht nochmal das alles mal genau durch, ja. Gut, weiter hier im Brief, ja. Sind wir jetzt abtrünnig geworden? Große Fragezeichen. Wer nach all dem jetzt denkt, wir seien abtrünnig geworden, sollte sich die biblische Ansicht von Abtrünnigkeit aus 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 und 4 durchlesen und auf die Hierarchie achten. 2. Thessalonicher, hier haben wir hier jetzt drin, ich lese das mal, ist ja jetzt nicht viel. Er widersetzt sich und erhebt sich über jeden sogenannten Gott oder alles, was angebetet wird, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich öffentlich als ein Gott ausgibt. Was ist Anbetung? Anbetung ist Gehorsam und Gehorsam ist Unterwerfung. So, Abtrünnigkeit in der Bibel geht von oben nach unten. Es ist nicht der Kleine von unten, der die leitende Körperschaft, in Klammern kein biblischer Begriff, ja, absolut korrekt, ja, sowas gibt es nicht in der Bibel, leitende Körperschaft, und deren Lehren und Interpretation als falsch ansieht, sondern die, die oben sitzen und Rettung versprechen, wenn man ihnen gegenüber gehorsam ist. Das ist absolut richtig, ne? Weil man ja denn auf Menschen hört, ne? Also wer den Text nicht verstanden hat, einfach hier nochmal lesen, ja? Video anhalten, ja? Wenn irgendwo was nicht klar ist, nochmal den Text lesen. So, dann geht es hier weiter. Im Wachturm, 15. August 2014, immer auf die Stimme Jehovas hören, steht. Jesus lässt uns ebenfalls Jehovas Stimme hören, wenn er die Versammlung durch den treuen und verständigen Sklaven anleitet. Matthäus 24, 45. Wir dürfen Gottes Führung und Leitung nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn unser ewiges Leben hängt von unserem Gehorsam ab. Ja, das ist, was hier also in diesem Wachtum drin steht. Ja? Also sozusagen leitende Körperschaft und Wachtum gehörig sein, sozusagen, dann hängt dein, ne, das, da hängt dein Leben von ab. So, das ist das, was hier verkauft wird jetzt. Ne? So, dann geht es hier im Text weiter. Auch passend dazu die Aussage von Kenneth Flodin, Mitglied der leitenden Körperschaft, aus dem biblischen Morgenprogramm mit dem Titel Jesu Joch ist angenehm zu tragen. Zwischen Minute 3 und 3,42 sagt er, die leitende Körperschaft ist mit der Stimme von Jesus, dem Haupt der Versammlung, vergleichbar. Wenn wir also bereitwillig dem treuen Sklaven folgen, folgen wir letztendlich Jesu Anleitung und unterstellen uns seiner Autorität. Ja, was ganz Lustiges.
Also eigentlich das Papsttum, ja. So, und das habe ich in meinem letzten Video, da habe ich das, glaube ich, hinten dran gehängt. Jetzt hatte das mit der Hand jetzt, ne, mit diesem Satanzeichen auf dem Papier da, bei dem Anfang, bei dem Video, vor einer Woche da ungefähr oder vor 10 Tagen so. Und da ist auch hinten dran diese Sache hier, wo der das hier so sagt. Ne? Da könnt ihr euch das nochmal angucken beim letzten Video. Also, so, jetzt geht es hier im Text weiter. Denn die ganzen Versuche, Harmagedon zu berechnen und vorherzusagen, wie sie es 1914, 1925, 1975 und aktuell bis spätestens 2040 durch die nicht-biblische überlappende Generation getan wird. Ja? Und dann steht hier in Klammern, lies mal 5. Mose 18, Vers 20 und 22. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist also ein ganz wichtiger Text. Ja, da wird ja gesagt, aber selber lesen am besten. Ja, was denn so passiert, wenn irgendwie so eine Prophezeiung nicht funktioniert? Wenn eine Prophezeiung falsch ist, ja? Also hier wurde ja aufgeführt, 1914, 1925, 1975, das waren ja nur die großen Kracher. Da sind ja insgesamt sind das ja mehr als 10 Mal. Aber hier sind ja nun mal unleugbare Endvorhersagen getroffen worden, ja, die sie auch gar nicht mehr leugnen können, weil sie die so rausgeschrien haben. So, also da wirklich lesen, lies mal, ja, 5. Mose 18, 20 bis 22. Dann kommt hier noch der Satz. Jesus selbst sagte, dass diese Kenntnis nur der Vater hat. Matthäus 24, 36. Wie im Psalm 146, Vers 3 steht, setzt euer Vertrauen nicht auf Mächtige noch auf einen Menschen, von dem ohnehin keine Rettung kommen kann. Bibel, Neue Weltübersetzung oder auch ja, 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 23. Tja, ganz wichtig, ja. Das sind Männer in Amerika, ja, die ihr gar nicht kennt. Männer aus den USA, die da schön sitzen, ja, und da irgendwelche Dinge verkünden. Und die doch für viele Zeugen höhere Autorität haben als das, was in der Bibel steht, ne? Und deswegen führt er hier diese Texte an hier, ja. Psalm 146, 3, 1. Korinther 7, 23. Ganz wichtig. So, jetzt schreibt er hier weiter. Aus diesem Grund werden wir, also er und seine Frau, ja, Menschenanbetung oder auch Götzendienst nicht weiter praktizieren. Rettung gibt es nur durch Gehorsam und Glauben an Jehova und Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Den Text sollte man sich merken. Ja, ganz wichtige Sache hier. So, jetzt in Fett geschrieben. Darum möchten wir unsere unmissverständlichen Wunsch zum Ausdruck bringen, offiziell aus der Religion der Zeugen Jehovas auszutreten und in keinster Weise an die Vereinigung der Zeugen und der Wachtumgesellschaft gebunden zu sein. Bitte um Erfüllung folgender Punkte. Erstens, unseren Austritt schriftlich zur bestätigen und uns zukommen zu lassen. Zweitens, der zuständigen Behörde mitteilen und uns ebenso die Bestätigung zukommen zu lassen. Na, ob die das machen. Aber ja, dann sieht man jetzt, die gehen jetzt also entschlossen vor und teilen das anderen mit. Das finde ich ist einfach eine sehr gute Sache. Und erklären das auch, ne, biblisch. Das ist sehr gut, ne? Mit alles schön im Glauben bleiben und nicht alles wegschmeißen. Das wäre eine Katastrophe. Weiter im Text. Mit Babylon sind fettgedruckt unterstrichen alle Religionen gemeint, die, denn was hätten sie für eine Daseinsberechtigung, wenn sie genau das lehren würden, was Jesus lehrte und was in der Bibel steht? Sie müssen uns etwas anderes als Lohn, Schrägstrich Belohnung, Schrägstrich Hoffnung versprechen, damit wir uns für sie entscheiden und wir in sie unsere Zeit, Geld und Energie stecken. Und genau so läuft es ab. Sehr schön erklärt, ja. Also,
Sie müssen das sozusagen diese gute Botschaft des Evangeliums verändern, damit wir nicht hinter Jesus gehen, sondern damit sie eine Daseinsberechtigung haben, ja? Und wie er hier so schön schreibt, Geld und Energie und Zeit bei den Zeugen der Wachturmgesellschaft, wie ich sie immer nenne, ja, reinstecken. So, hier im Brief weiter. Auch wenn dies mit der Strafe des Gemeinschaftsentzuges und der Ächtung, Schrägstrich Meidung einhergeht, obwohl nach ihren eigenen Regeln die Organisation, Schrägstrich leitende Körperschaft, die Gemeinschaft selbst verlassen, aufgelöst hat, in Klammern, die eigenen Regeln, siehe eingefügte PDF-Datei, hütet die Herde Gottes, PDF auf Seite 151, Kapitel 18, Klammer 4, so wieder Klammer zu. Jemand schlägt einen Weg ein, der die christliche Neutralität verletzt. Anführungsstriche wieder oben, ja, so ist der Titel denn. In Klammer auf wieder, Buch wurde unten eingefügt, damit dies jeder selbst prüfen kann. So. Dies taten sie, als sie 1991 die Mitgliedschaft bei der UNO beantragten. Sie dann 1992 erhielt und jährlich verlängerten, bis dies im Jahr 2001 auffiel. Ergo, somit trieben sie Hurerei mit dem wilden Tier und missachteten ihre eigenen Regeln. So, ne, das ist jetzt, er nennt es hier, das ist sozusagen der Grund, dass sie selber sich ausgeschlossen haben, also die leitende, also die Zeugen der Wachturmgesellschaft, ja, diese Wachturmgesellschaft und die leitende Körperschaft, dass sie da beigetreten sind. Das ist sozusagen ihr öffentlicher Ausschluss, weil sie Hurerei begangen haben. Ne? Gut, weiter, nächste Zeile hier im Brief. Siehe PDF-Datei im Anhang, Watchtower, DPI, UNO, PDF, ja, ist hier unten drunter. Oder nimm den direkten Link von der UNO-Website und da hat er das hier, das die Adresse hier rein kopiert. So, falls jemand der englischen Sprache nicht mächtig sei, möge er einen Ältesten doch bitten, Wort für Wort und Satz für Satz für ihn zu übersetzen. Ja, eine sehr gute Idee. Das machen die denn vielleicht auch. Wieso soll der Älteste Englisch können, ja? Auch neu. Aber gut. Das kann man ja auch alles reinkopieren bei DeepL, ja, schönes Übersetzungsprogramm, dann hast du das auch in Deutsch, ne? So mal als Tipp. Gut, dann hat er hier auch geschrieben noch, auch interessant, ja, Doppelpunkt. Wachtum, Februar 2017, führt Gottes Volk, wer führt Gottes Volk heute, ja, Seite 26, Absatz 12, ja. Die leitende Körperschaft ist weder von Gott inspiriert noch unfehlbar, ja. Vorhin haben sie was anderes gesagt. Na gut, das könnt ihr euch denn hier mal alles in Ruhe nochmal durchgucken. Denn das nächste, oder warte mal, ist das vielleicht doch spannend hier nochmal? Ja, ich lese das doch nochmal vor, ja. Die leitende Körperschaft ist weder von Gott inspiriert noch unfehlbar. Aus diesem Grund kann sie sich in Lehrfragen oder in organisatorischen Anweisungen irren, ja. Also hier mit Anführungsstrichen, das ist eine Aussage hier, ne? Von diesem Artikel hier, ne? Von diesem Wachtum. So, also das ist schon mal, wie gesagt, ein völliger Widerspruch zu dem, was wir vorhin gehört haben, ja, von jemand von der leitenden Körperschaft. Hat Jesus gesagt, sein treuer Sklave würde für vollkommene geistige Speise sorgen? Nein. Frage. Heißt das jetzt, dass Jesus seinen treuen, verständigen Sklaven keine vollkommene Speise gibt? Gute Frage, ne? Oder dass sie nicht verantwortlich sind für Fehler und falsche Lehren, Auslegung, die sie machen? Fragezeichen. Selber drüber nachdenken. Ja. Ich lese das mal doch vor, diese Punkte hier, weil die sind ja auch mal interessant. Ja. Königreichsdienst, September 2007. Ja, Fragekasten. Der schreit zum Himmel hier. So, jetzt die Frage. Billigt es der treue und verständige Sklave, wenn sich Zeugen Jehovas eigenständig zusammentun, um biblische Themen zu untersuchen und zu debattieren? Ja, in Klammern Matthäus 24, 45, 47, Klammer zu. So, jetzt kommt die Antwort in diesem Artikel. Ist das denn
sozusagen, ja, billigt es der treuenverständige Sklave? Nein. Hoch. Ja. In Klammern weiter unten. Daher billigt der treue und verständige Sklave keinerlei Literatur, keine Websites und keine Treffen, die nicht unter seiner Leitung hergestellt oder organisiert werden. Wieder in Klammern Matthäus 24, 45 bis 47. Ja, also die verbieten das eigenständige Bibellesen, forschen, mit anderen drüber sprechen. Das muss man sich mal reinziehen. Da weiß man doch schon gleich, da kann doch was nicht stimmen. So, nächste. Auch wenn seit dem letzten Austrittsbrief in den Schlussgebeten immer öfters eingebaut wurde, dass Jesus unser aller Mittler sei, ist das ganz klar gegen die Lehre der Organisation in Schrägstrich leitenden Körperschaft. Obacht auf falsche Lehren, liebe Älteste. Siehe Wachtum 79, 1.8. und so weiter hier, Fragen von Lesern. Eine kurze Suche in der Bibel mit dem Stichwort Mittler zeigt, dass Jesus der Mittler eines neuen Bundes ist. Hebräer 12, Vers 24. Andere Schafe sind nicht im neuen Bund. Ja? Und die meisten der Zeugen Jehovas sind ja andere Schafe. Ne? Kommentar von mir jetzt hier mal. Ne? Weil es sind ja nur noch ganz, 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 ganz wenige, die zu den angeblichen 144.000 gehören. Und bei den Zeugen sind die anderen die anderen Schafe. So, die sind ja denn also nicht in dem neuen Bund. Wo sind sie dann? Die große Frage, ja? Gut, aber hier weiter jetzt im Brief. Im Neuen Testament gibt es nur ein Erbe und dies nur als ein Kind Gottes. Freundschaft mit Jehova gibt es im Neuen Testament nicht. Und somit erben Freunde auch nichts. Weil es die gar nicht gibt, ja? Ganz richtig geschlussfolgert. Epheser Kapitel 4, Vers 3 bis 7. Gut, in der PDF-Datei Christen-andere Schafe 1.5 findest du eine für jeden leicht verständliche Gegenüberstellung der Lehren der Wachtumgesellschaft, leitende Körperschaft und dem heiligen Buch Gottes der Bibel. Zum Schluss noch ein kleines Gleichnis. Du selbst, deine Familie und Freunde, ihr dient einem König, in Klammern Monarchie. Und du hast diesen König wirklich sehr lieb. Denn er ist ein sehr liebevoller Herrscher und du kennst ihn auch persönlich. Das Besondere ist, es gab ein Ereignis, wo dich dieser König, obwohl er der König ist, das Leben gerettet hat. Vielleicht hat er dich vom Ertrinken oder aus dem brennenden Haus gerettet. Keine Ahnung, das Wichtigste ist, er dir das Leben gerettet, also dass er dir das Leben gerettet hat. Ne? Gut, das ist jetzt also, ne, ein Gleichnis hier von diesem Abschlussbrief jetzt hier mal. Geht's weiter. So. Und jetzt eines Tages klopft es bei dir an der Tür und da steht jemand und sagt, ich bin im Auftrag des Königs hier an deiner Tür und ich möchte von dir eine Steuer einziehen und ich möchte, dass du mir eine besondere Ehrerbietung darbringst, weil ich eben im Auftrag des Königs hier bin. Also bitte knie dich vor mir nieder. Und ehre mich und gib mir auch die Steuer, die ich verlange. So. Jetzt sagst du zu ihm, okay, das ist mir völlig neu. Davon habe ich noch nichts gehört. Wo ist denn die Bestätigung oder ein Schreiben, das der König dich geschickt hat? Jetzt zeigt er dir so ein Blatt Papier und da steht Beauftragter des Königs, Verwalter der Finanzen. Du siehst sofort, dass das kein offizielles Schreiben des Königs ist. Das hat er selber auf einem Blatt Papier geschrieben. Jetzt sagst du zu ihm, das ist ganz nett, dass du hier bei mir an der Tür klopfst, aber hier dein Wisch, den hast du selbst geschrieben. Der ist doch überhaupt nicht vom König. Darauf antwortet er, naja, okay, aber weißt du,
Du musst verstehen, selbst wenn das nicht vom König ist, ich bin ein sehr guter Mensch. Ich habe letztes Jahr eine Katze, die auf dem Baum war, gerettet und überhaupt bin ich im Tierschutz tätig und helfe eben Tiere. Dann noch vorletztes Jahr habe ich zwei Kinder vom Ertrinken gerettet und ich habe auch noch eine große Firma, die produziert Heilmittel, also alles Dinge, die Menschen gut tun und die positiv für ihr Leben sind. Du hörst dir das an und stehst an der Tür und er erzählt dir, was er alles Schönes gemacht hat die letzten Jahre und du antwortest, okay, schön und gut, ist ja toll, was du hier mir erzählst und du bist wirklich ein guter Mensch. Das glaube ich dir auch und du leistest wertvolle Arbeit. Fakt ist jedoch, du bist nicht vom König ernannt, Steuern einzuziehen und diese Ehre zu bekommen, da hast du einfach nicht das Recht dazu. Trotzdem, auch selbst wenn du ein guter Mensch bist und gute Dinge machst, hast du dieses Recht nicht dazu. Und dieses selbsternannte Schreiben, das ist trotzdem falsch. So, dann sagst du, dann werde ich es ihnen erklären. Nee, warte mal, dann habe ich hier eine Zeile verpasst, nochmal. So, dann sagt er dir, naja, sieh mal, deine Freunde und deine Familie, bei denen ich schon war, denen habe ich das auch so erklärt und gezeigt, die akzeptieren das und glauben das. Sie sehen mich als vom König geschickt. Dann sagst du, dann werde ich es ihnen erklären, dass das so nicht stimmt. Bist zwar ein guter Mensch, das würde ich dann nicht abstreiten, aber das muss ich meiner Familie, meinen Freunden sagen, dass der König dich nicht geschickt hat. Dass diese Steuer nicht rechtens ist, die du da eintreibst und dir die Ehrerbietung auch nicht zusteht. Darauf sagt er, wenn du das tust, also du deinen Freunden und Familie das sagst, dann verbiete ich ihnen, dich zu treffen und jeglichen Kontakt mit dir zu beenden und werde dich als Ketzer des Königs hinstellen. Denn sie glauben, mich schickt der König, den König, den sie so lieb haben, und wenn du es machst, wenn du das öffentlich erzählst, dass mein Schriftstück hier selbst geschrieben ist, dann wirst du deine Freunde und Familie verlieren. Dafür werde ich sorgen. Also sag denen besser nichts über die Fehler, die du hier gefunden hast. Ende der Geschichte. Jetzt noch ein Abschluss, ein Abschlussteil hier. Nun vermutlich ist da eine Botschaft versteckt. Ich weiß nicht welche. Vielleicht findest du es ja heraus und kannst es erklären. Nun, denn wir hatten doch mit euch allen eine sehr schöne Zeit. Eine sehr schöne und lustige Zeit. Und wünschen jeden Einzelnen weiterhin alles Gute. Und vielleicht sieht und hört man sich trotzdem der jetzt in Kraft tretenden internen Ächtungspolitik. Gut, weiter zeige ich das jetzt hier unten nicht, weil dann kommen denn die Namen, die will ich jetzt, oder soll ich auch nicht zeigen. Gut, das war jetzt dieser Brief. Dann gucken wir uns dann mal nochmal die PDFs an, die da drunter sind. Und überfliegen die mal kurz, die könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Ja, ich habe jetzt hier das geöffnet, ja, diese PDF jetzt hier mit Christen in der Bibel, steht jetzt hier auf der linken Seite, ja. Das sind jetzt also Bibeltexte von der Studienbibel, Neue Weltübersetzung, der WTG. So, Christen, wie sie in der Bibel sind, hier die linke Spalte, andere Schafe in der, bei der Wachtumgesellschaft, also in Klammern WT, ja, oder Wachtum. Und ich denke, dass ihr das jetzt gut sehen könnt, zumindest auf dem ja, Notebook irgendwie, dass ihr da irgendwie das jetzt groß genug habt oder auf dem PC irgendwo auf dem Bildschirm. Auf dem Smartphone ist das jetzt wohl ziemlich klein, aber könnt ihr vielleicht auch das vergrößern, wenn ihr jetzt diese euch die
Quellen jetzt angucken wollt, jetzt hier, wo ihr das findet in den Wachtürmen und so weiter, ja. Also da habe ich jetzt hier linke Seite, ich lese jetzt einfach nur mal die Überschriften vor, ja, Kinder Gottes, Christen in der Bibel, ja, andere Schafe, Freunde Gottes, ja. Sie sind mit Heiligen Geist gesalbt, auf der rechten Seite hier die anderen Schafe nicht gesalbt, ja. Gehören zu den Gesalbten, ja. Bei den Christen ist, gehören zu Christus. Die anderen gehören zu den Gesalbten, ja, hier bei diesen anderen Schafen. Hier Bibel, in der, also Christen in der Bibel, Jesus der Mittler, Retter. Andere Schafe, Jesus nicht der Mittler. Gut, dann geht es hier weiter, ja, gerettet durch Glauben an Jesus, Rettung nur als Zeugen Jehovas. Auf der rechten Seite hier, ja, Rettung durch Unterstützung der Gesalbten, Rettung durch Gehorsam an die Organisation, ewiges Leben durch Gehorsam an die Organisation. Wieder alles hier mit Wachturm und so weiter hier, alles belegt, ja. Zwei Hoffnungen wird hier noch genannt, sind nicht im neuen Bund, ja. Wachturm 86, 15. Februar, das ist ja eine wichtige Sache, ja. Weil da entsteht ja die Frage, wenn sie nicht in diesem neuen Bund sind, in welchem Bund sind sie dann? Also im abrahamischen bestimmt nicht mehr, im mosaischen. Ja, auch nicht, geht ja auch nicht irgendwo. Aber wenn sie denn nicht in diesem neuen Bund sind, dann bist du eigentlich verloren. Ja? Das muss man erst mal begreifen. So, hier biblisch auf der linken Seite noch, ja, eine Hoffnung im neuen Bund. Ja, Christen. So, dann geht es hier weiter. Nehmen von den Symbolen. Jesu Anweisung an seine Jünger, ja, wird hier noch was gesagt, so, Belohnung als Könige und Priester zum ewigen, unsterblichen Leben auferweckt, neue Schöpfung, hier bei der WTG auf der anderen Seite, die Verkündiger nehmen nicht von den Symbolen, Beobachter, die nicht teilnehmen, Belohnung als Untertan, gehen über auferweckt in Unvollkommenheit, ja, also gehen über, also die, das ist damit gemeint, also die angeblich sollen die überleben, ja, das Ende dieser Zeit jetzt, ja, und sollen dann auf diese neue Erde hin überleben, ja, das gibt es natürlich auch nicht in der Bibel, aber da gibt es hier die Artikel hier alle für mit diesen ganzen Nachweisen, hier Wachtumartikel und so weiter. Denn jetzt hier wieder auf der linken Seite die gute Botschaft, was in der Bibel drin steht, also das Evangelium, ja. So, und dann steht hier noch darunter hier, schließt die in dieser Spalte oben angeführten Punkte ein, da dies als gute Botschaft von Jesus und seinen Aposteln gepredigt worden ist und somit biblisch. Gerichtsbotschaft, nicht biblisch, steht jetzt hier noch. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite bei den Verkündigern, predigen, dass Jesus 1914 als König regiert. Predigen dann eine Gerichtsbotschaft, ja. Und hier steht ja Gerichtsbotschaft nicht biblisch, ne? Also sie predigen eine andere Botschaft jetzt hier, ne? Das sieht man ja hier, ne? Und da sind denn hier eben, ja, Wachtum 2016, Mai, Seite 12, Absatz 17 und so weiter, kann also jeder nachvollziehen. Also sie predigen eine andere Botschaft. Also, was muss man da mal lesen? Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 9. Wer eine andere Botschaft predigt, ist verflucht, ja. Also eine ganz schlimme Sache, ja. Gut, dann hat er hier noch was drunter geschrieben. Markus Kapitel 7, Vers 6 bis 8. Er sprach zu ihnen: Jesaja hat treffend von euch Heuchlern prophezeit, so wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich bringen sie mir fortwährend Anbetung dar, weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes auf und haltet an den Überlieferungen der Menschen fest. Ja? Da könnte man sogar den neuen Vers 9 noch mit zitieren, noch, ja. Der finde ich, der passt da auch noch ganz gut mit rein. Ja? Also hier wird ja gesagt, ja, vergeblich, ja, wird hier gesagt, ja. Weil sie, ja, hier steht es ja, vergeblich bringen sie mir fortwährend Anbetung dar. Weil sie als Lehren Menschengebote lehren. Das ist das Riesenproblem, ja. Ihr gebt das Gebot Gottes auf und haltet die Überlieferung von Menschen fest. Das machen die
Zeugen der Wachtumgesellschaft. Ja? Das ist alles, was sie bezeugen können, die Wachtumgesellschaft. Matthäus 23, 13. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, weil ihr das Königreich der Himmel vor den Menschen verschließt, denn ihr selbst geht nicht hinein, noch erlaubt ihr, dass die hineingehen, die sich auf dem Weg dahin oder dorthin befinden. Genau das machen sie. Die passen nämlich auf, dass da keiner durchs Tor geht zu Jesus. Gatekeeper sozusagen. Gut, das war jetzt hier diese PDF dazu. Ja, dann ist hier die PDF mit der Geschichte von der UNO, das, was sie sich von den Ältesten übersetzen lassen sollen. Naja, gut. Das wäre das nicht Englisch hier, das nicht kann, der kann sich das denn einfach. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so einfach geht jetzt hier. Wenn ich das jetzt hier auf dem Bildschirm habe, dann könnt ihr euch das wahrscheinlich gar nicht rauskopieren. Mal gucken, wenn das einer haben möchte, dann kann ich ihm das nochmal irgendwie rüberschicken oder irgendwie sowas über Telegram oder was auch immer. Aber das gibt es auch sozusagen zu finden. Dann kann man sich das nämlich einfach bei DeepL reinhauen und der übersetzt das ins Deutsche ganz gut. Gut. Denn das noch hier. Ja, das ist hier nochmal Zerstörung Jerusalems, ja, was jetzt hier jw.org Publikation, Zerstörung Jerusalems 539 vor unserer Zeit. Ja, und diese ganzen Dinge, die jetzt hier drin sind, die könnt ihr auch da wieder finden. Dann könnt ihr euch hier die Informationen rausholen und sehen, dass das selbst mit der Publikation bei den Zeugen Jehovas, also dass man da selbst denn niemals auf 607 kommt, sondern, ja, wie es hier unten steht, denn eben die 587, wen das interessiert. Ja. Also da gibt es hier einige Sachen, da könnt ihr euch dann eben Quellen oder was auch immer irgendwie rausziehen hier. Ne? Und hier das Video anhalten irgendwo und so weiter. Zumindest ist das interessant. Ich zeige das jetzt mal so, auch wenn da jetzt keiner groß jetzt nachforscht oder Dinge woanders schon kennt. Aber dann sieht man, so könnte man das dann rausschicken an alle in der Versammlung. Dann haben alle die Möglichkeit zu erfahren, was los ist. Und jeder hat seine Chance aufzuwachen. Es ist sehr aufwendig gemacht hier, aber das kann den einen oder anderen ja helfen. Hier ist jetzt nochmal diese Rechnung mit 1914. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Dann kann also hier jeder seine Info rausholen jetzt hier, ja. Hier wird noch ein Video gezeigt, wo man das hier angucken kann. Die Erklärung zu 1914, Behauptung 1, Behauptung 2, 3, 4. Ja. All diese ganzen Dinge hier. Also einige Videos. Keine Ahnung, ob das jemand interessiert. Ich will das hauptsächlich zeigen, wie man das gestalten kann. Dass das jemand so gemacht hat, finde ich super. Und ich hoffe, dass das jetzt viel, viel mehr machen, dass die diese Informationen rausschicken, ordentlich was reinpacken und dass alle die Möglichkeit haben, das zu erkennen. Was sie daraus machen, das ist deren Bier. Aber du hast es deinen Teil getan. Und nicht, dass man dir was verheimlicht. Oder wenn man sie vielleicht noch auf der Straße trifft später. Ja, irgendwie wollen die nicht mehr zur Versammlung oder so und sich dann vielleicht noch nicht mal mehr traut, wie es einige, ja, wie ich es schon kenne von einigen, ja, die erzählen dann irgendeinen Quark und kommen nicht damit rüber, was wirklich los ist. Ja, oder bleiben da drin, klucken bei den Zeugen über Jahre und sonst wie lange und erzählen den anderen nicht, was da läuft. Und die keine Chance haben, ihre Sachen zu packen und anderen zu helfen, ja, den Verwandte und so weiter. Okay, das soll es gewesen sein jetzt hier mal zu diesem Thema. Und ja, das war es jetzt gewesen. Ich hoffe, ihr habt da Nutzen draus aus diesem Ganzen und könnt damit was anfangen und habt da vielleicht auch mal so ein bisschen so ein Grundgerüst, so eine Grundlage, wie man das einfach machen kann. Ich habe da noch was gekriegt, da mache ich vielleicht nochmal ein extra Video dazu. Finde ich auch interessant. Ich habe mir noch nicht alles angeguckt. Ja, aber ich wollte das jetzt hier nicht noch länger machen, aber das ist jetzt hier einfach mal ein Beispiel. Also dann, bis die Tage, nutzt das, macht was draus, gebt euer Glaubensleben nicht auf
Und bis dann. Tschüss.